Wunderschönen guten Batman, meine sprudeligen Spritzer. Schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem folgenden Counter-Strike-Video. Haut ein Like raus, nachdem ihr das Video enjoyed habt. Peace. Yo, wunderschönen guten Batman, meine sprudeligen Spritzer. Crowley ist hier am Start. Und yo, Männer, wir sind heute zurück auf meiner Lieblingsseite, Kappa, die wir bis jetzt noch nie bezwungen haben. Ja, Giorgio, den lachenden Piraten haben wir ja auch im Hintergrund mit dabei. Und ich weiß gar nicht, was er dagegen hat. Ja, ich finde die Seite absolut geil. Ja, die ist auch eigentlich absolut geil, aber jetzt pass mal auf. Wo ist es denn hier? Hä? Ist das resettet worden, ja? Ist das hier resettet worden? Also ist hier kein Minus auf der Seite, Digga. Kappa. Ich war hier auf jeden Fall minus 700. Ich habe bis jetzt 6 Coinflips gespielt auf der Seite und alle 6 verloren. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall mal durchbrechen. Und ja, Mates, viele von euch schreiben immer in die Kommentare, wann ist das Giveaway vorbei, wann ist das Giveaway vorbei. Es steht immer bei den Giveaway-Links rechts oben, wann das Giveaway vorbei ist. 2 Tage aktuell noch. Normalerweise geht ein Giveaway 7 Tage, aber bei $500 an CSGO-Skins haben wir es mal 11 Tage gemacht, einfach ein bisschen länger ausreizen. 2 Tage sind noch übrig. Wenn ihr mitmachen wollt, ist der Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Genauso wie Jordans Link, der macht auch das ein oder andere leckere Video. Ja, ich wollte auch sagen, ihr kriegt auch Secret. Geht nochmal bitte auf die Seite. Hä, ja, bin ich? Und jetzt? Nein, bei Gleam. Ah, hier, okay. Ja, so, ihr wisst es gar nicht, aber ihr könnt auch wirklich ein unsichtbares, ja, wie soll ich sagen, ja, unsichtbares Leckerchen rausbekommen. Und zwar, wenn ihr meinen Channel abonniert, bekommt ihr 20 Extra-Punkte. Nein. Du brauchst das jetzt hier nicht vorenthalten. Also, wenn ihr meinen Channel abonniert, 20 Extra-Punkte. Eigentlich ist hier unten drunter noch so ein Ding. Hier müsst ihr klicken, ja. Freunde, hier. Ich seh's, Digga. Das sieht man nur, wenn man meinen Channel abonniert hat. Okay, los geht's. Ja, dafür haben wir uns jetzt auf jeden Fall mal den einen oder anderen Win verdient hier. Komm, was machen wir? Diese Gratiswerbung auf Crowdies Nacken, Alter. Ja, ja, das ist natürlich ein bezahltes Product Placement hier vom Giorgio. Das macht nachher ja, 2 Flipknife Marble Fates. Ja, hab nie gesagt, dass es hier günstig ist auf dem Channel. So, okay. Eigentlich war das Tiger Tooth und das Doppler war auch ein Giveaway. Ich hab's 2 oder 3 Mal versucht zu verlosen und es hat sich nie jemand gemeldet. Jetzt werde ich auf jeden Fall, ja, jetzt werde ich mal mit denen spielen. Ich hoffe natürlich, dass ich gewinne. Und sollte ich damit gewinnen, dann werde ich das mal einem Streamer schenken. Ihr könnt auch mal ein paar Streamer unten in die Kommentare reinhauen, wem ich das Messer schenken soll. Weil das Problem ist, ich tue gerne Sachen zum 2. Mal verlosen, aber zum 3. Mal, irgendwann komme ich da in Verzug, weil ich mache immer neue Giveaways. Ich will einmal die Woche oder einmal alle 2 Wochen ein neues Giveaway machen. Und ich bin jetzt aktuell schon 2 Giveaways im Rückstand, weil die Leute, die gewonnen haben, einfach nicht zurückschreiben, ja? Das ist halt absolut belastend. Das ist bei mir aber auch gerade so. Ich habe das Caramel Case nicht, das Gold Gem habe ich verlost. Der hat sich bis heute nicht gemeldet. Und das M9 Tiger Tooth habe ich auch ausgelost, ja? Hat der Gewinner sich auch noch nicht gemeldet. Ja, Mail geschrieben, doch nichts kam. Ja, das erste Mal habe ich es ausgelost, wo wir in Schuckert waren. Und danach habe ich es nochmal neu ausgelost, sogar im Video, den Gewinner gekürt und habe gesagt, bitte meldet euch so, macht das so und so. Kam einfach keine Antwort. Und da kommt man halt in Verzug. Ich will ja Giveaways immer neue machen, wo dann auch neue Leute teilnehmen können und nicht immer dasselbe Messer 100-mal verlosen. Das ist natürlich dann nicht so lecker. Deswegen versuche ich das jetzt immer 2-mal. Und wenn es da nicht weg ist, dann gucke ich, was ich sonst damit mache. Oh, da haben wir auch direkt jemanden gefunden. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Sollten wir gewinnen und ich habe das Messer noch, dann wird es morgen oder übermorgen irgendwann eine Folge geben, wo wir das einfach einem Streamer schenken. Der wird es dann garantiert sehen und garantiert annehmen. Dann habe ich die Messer auf jeden Fall weg. Und ihr könnt euren Lieblingsstreamer unten in die Kommentare schreiben. Bitte ohne Link, einfach nur den Namen, weil Links werden dann automatisch meistens in den Spamfilter gepackt. Und hier und da hast du nicht gesehen. Ja, komm! Und jetzt wollen wir hier nochmal den ersten Sieg rausholen, oder? Ja, wäre auf jeden Fall eine knackige Sache, würde ich sagen. Oh, eine knackige Sache. Knackig ist natürlich auch ein gutes Wort. Und passend zur Grillzeit. Ja. Komm, bitte. Wenn wir Brat Maxi grillen, fängt die Stimmung an. Ja, düdüm. Brat ich gegrillt, weil ich groß. Da will jeder gleich ran. Komm. Was es schmeckt. Komm, bitte klein. Schmeckt es ja, auch. Ja, 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 unser erster Sieg, Freunde. Unser erster Sieg auf der Seite. Ui. Blau, blau, blau wie der Ozean. Unser erster Sieg auf der Seite. Ich kann es nicht glauben. Ich würde es euch so gerne zeigen. Ihr könnt im letzten Rekro-Video gucken. Ja, siehst du, guck mal hier. Jetzt habe ich hier einen Plus. Aha. Ja, ich hab gedacht, ich mach mal hier die Hintergrundmusik, ja? Dann muss der Crowdy die nicht einbauen. Das finde ich vernünftig, ja? Das finde ich absolut vernünftig, ja?
Oh, schön, Digga. Da wurden ein paar Sachen ab. Zwei kleine Sachen wurden hier abgesnackt für 10% snacken die sich, glaube ich, ab. Aber der erste Sieg auf der Seite. Ich glaube, das waren keine 10%. Ja, scheiße. Ah, nee, er kann ja auch mit ein bisschen mehr mit ein bisschen weniger reingekommen sein. Ist er ja auch, Digga. Stimmt. Also ich glaube, da ist nicht viel weggegangen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was da weggegangen ist. Ihr habt es ja gerade gesehen nochmal. Digga, irgendein SSG. Und ja, jetzt schmeißen wir, denke ich, das Gutknife Tiger Tooth. Schmeißen wir auch noch einmal rein und hoffen, dass wir dann nochmal gewinnen. Aktuell haben wir 6-mal verloren und 2-mal... Oh, da habe ich das Falsche ausgewählt. Ich wollte hier wieder blau sein. Blau ist natürlich geil. So, pack mal rein. Wäre natürlich absolut lecker, wenn wir jetzt wieder gewinnen. Das wäre echt geil, Alter. Das wäre wirklich geil, Alter. Die Seite hat die Sets gelöscht. 6-1. Aber wir arbeiten uns zurück, ja? Ich habe eigentlich heute schon die Befürchtung gehabt, dass ich wieder verliere. Aber wir wurden des Besseren belehrt direkt am Anfang. Wenn wir jetzt natürlich noch eins gewinnen, das wäre... Uiuiuiui. Das wäre auf jeden Fall rigged. Rigged. So, wurde akzeptiert und da sind wir auch schon direkt. Boah, guck mal, der da oben einfach mal einen 700-Dollar-Coin-Flip. Aber es geht hier auch schnell. Ich finde die Animation auf der Seite geil, ich finde das Design geil. Da kommt schon einer rein. Und es geht schnell, oder? Also ich finde, von Coin-Flip-Seiten ist das aktuell die beste. Würde ich da öfters gewinnen, wäre das natürlich noch besser. Aber... Ja, Digga, finde ich auch. Finde ich auch, Digga. Obwohl CSGO Big auch geil ist. Ja. Und nein, Freunde, er putzt sich nicht die Schuhe, das ist einfach nur sein Bart. Das ist echt der, der gekratzt wird. Hast du das gehört, Digga? Ja, er hat sich angehört, als hättest du wieder Schuhe geputzt. Richtig den groben Dreck unten rausgeschrubbt, Digga. Ja, ich hab mich gekratzt. Ja, jawohl. Ja. Der Bart ist einfach zu männlich, Freunde. Der ist sogar zu männlich für Chuck Norris. Boah. Oh, der hat wieder $10 günstigeres Item reingemacht. Guckt euch das mal an. Mhm. Ja, 82 gegen fast 91, ja? Uiuiui, komm. Da müssen wir jetzt nochmal gewinnen, bitte. Ja! Oh, zwei Siege einfach. Geil. Geil. Absolut geil. Nice. Wir haben 2-mal gewonnen, Freunde. Das ist unglaublich. Das war jetzt auch wieder so eine Animation, Digga. So Greenscreen, so down. Ja, ja, die tanzenden Ladies sind hier auf jeden Fall am Abzappen. Nein, ich will diesen Dicken. Den Dicken willst du? Okay, ja, der von unten so hochkommt wie eine Schlange. Den kriegst du, mein Freund, den kriegst du. Nice. Der gefällt mir. Geil, wir haben heute Plus gemacht, 2 Coinflips gewonnen. Ist lecker, absolut geil, freut mich jetzt wirklich. Macht auf jeden Fall Spaß, weil normalerweise habe ich von der Seite immer ein bisschen Angst. Aber ja, cool. Schaut beim Giorgio vorbei, ich sag Spider-Man und Schlussrock geht auch an den guten Sänger Jorginho. When I see you again.